Ich freue mich sehr, dass wir hier in Izmir auf der Ender24 die Chance haben, ein innovatives Projekt vorzustellen. Gemeinsam mit der Österreich-Werbung, dem Austrian Institute for Technology und der Hochschule Kempten haben wir untersucht, wie die nächste Stufe in der Virtual Reality im Tourismus funktionieren kann. Die einfache Variante wären audiovisuelle Reize in VR. Wir haben untersucht, wie man haptische, olfaktorische und weitere Geschmackselemente, also multisensorische Elemente nutzen kann, um in der Vorreisephase bessere Erlebnisse und ein besseres Marketing zu machen. Und das waren spannende Ergebnisse. Ein Ergebnis war, dass wir untersucht haben, wie sich multisensorische Stimuli auf die Technologieakzeptanz und die Leichtigkeit in der Benutzung und damit letztendlich auch für die Akzeptanz dieser Technologie auswirkt. Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass mehr multisensorische Stimuli sich positiv auswirken auf die Akzeptanz der Technik und damit auch auf die Nutzung und die mögliche Verhaltensänderung, wenn man bereichert wird oder angeregt wird über VR, eine touristische Reise, ein touristisches Erlebnis auszuwählen und zu buchen.